Hallo und willkommen auf Football Therapist. Heute werde ich die Nati von Murat Yakin analysieren. Der Trainer, der Wladimir Petkovic nach der EM 2020 oder eher besser gesagt 2021 abgelöst hat. Unter seiner Leitung hat die Schweiz ein direktes Ticket für die Weltmeisterschaft gelöst, da sie ihre Qualifikationsgruppe als erste abgeschlossen hat. Vor Italien, wogegen Yakins Männer zwei hochverdiente und Unentschieden erreicht haben. Aus diesem Grund werden wir die neue Schweizer Mannschaft in verschiedenen Kapiteln ausführlich analysieren. Als erstes beginnen wir mit einer relativ symbolischen Szene, denn die Rückkehr zu einer Viererabwehrkette ist die große Veränderung, die Yakin seit seiner Ankunft vorgenommen hat. Hier geht es um eine defensive Phase auf dem Bildschirm, aber auch mit dem Ball hat die Schweiz ihre Struktur mit drei Verteidigern aufgegeben. Und wenn wir von Struktur sprechen, ist diese ohne Ball sehr klar. Wir haben ein 4-1-4-1 mit einem weiter hinten stehenden Mittelfeldspieler, hier Zakaria, der bei der Balleroberung eben sehr gut ist. Und dieser Mittelfeldspieler kümmert sich darum, zwischen den beiden Verteidigungslinien der Schweiz zu intervenieren. Ein weiterer Spieler, der nicht zu den beiden Viererketten gehört, ist der Mittelstürmer Okafor. Also hier ist es Okafor, der höher und näher an den gegnerischen Verteidigern und Mittelfeldspielern steht, die dann immer darauf achten müssen, dass er sie nicht presst, aber diese Position ist vor allem für schnelle Angriffe nützlich. Und genau das passiert in dieser Szene. Balleroberung, dann wird es auf Shaqiri gespielt und das ist eben möglich, weil Okafor direkt nach vorne geht, um die italienische Verteidigung runterzubringen, denn da er mehrere Spieler beschäftigt hat, gibt es nun Raum für die Schweizer, um aufzusteigen. Und man sieht, dass die Italiener auch nach dem Pass auf Shaqiri nicht in seine Richtung, sondern weiter in Richtung ihres Tores rennen. Der Ball kommt schließlich zu Okafor, der sich gut an den Flügel positioniert hat, um den Ball bekommen zu können. Und das ist gut so, denn er verdient meiner Meinung nach eine Mini-Analyse, was das Ende dieser Szene sein wird, da er die neue Figur der Natte ist, die bei der WM sicher eine Schlüsselrolle spielen wird. Nämlich waren ihm seine Geschwindigkeit, mit der er in die Tiefe geht, und seine Fähigkeit zu pressen und gegenzupressen, zum einzigen Spieler im Kader, der überall im Angriff aufgestellt werden kann. Was ihn für einen Schweizer Spieler nur untypischer macht, ist seine Fähigkeit zu dribbeln, die wir jetzt bewundern können. Denn ja, er wird hier dribbeln und das ist bemerkenswert, weil es vorne niemanden gibt, mit dem er kombinieren kann. Und es gibt viele italienische Spieler in seiner Zone. Nämlich hätten die meisten Stürmer auch mit seinen Qualitäten sicher ruhig nach hinten gespielt, aber er nicht, weil er an seine Fähigkeiten glaubt. Und das ist eben richtig so. Er sieht, dass er einen guten Raum hat, in den er reinringen kann. Deswegen entscheidet er sich, weiter nach vorne zu gehen. Jawohl. Und ich habe den Eindruck, dass er hier eine Finte macht. Allerdings lässt seine Körperhaltung vermuten, dass er direkt flanken oder das Spiel verlagern wird, sodass der Verteidiger hier nicht mit einem Durchbruch von Okafor rechnet. Man sieht, dass er nur gerade steht eigentlich. Dank seiner Geschwindigkeit und Beweglichkeit wird Okafor dann mit seinem schlechten Fuß einen guten Schuss abgeben können, eine weitere seiner Qualitäten. Jetzt lasse ich euch einfach genießen, gell? Da kommt der Stoß. Nach diesem individuellen Fokus möchte ich mich wieder auf etwas Kollektiveres konzentrieren und sagen, dass die Schweiz ohne Ball gerne den Gegner stört und ihn zu Fällen zwingt.
Wenn sich die 4-1-4-1-Struktur beim Pressing verformt, gibt es aber mehr Raum vor der Schweizer Verteidigung, den der Gegner nutzen kann, und manchmal vergisst das defensive Mittelfeld, der defensive Mittelfeldspieler, also diese Zone gut zu schützen. Hier haben wir also Fabian Frey, aber auch also links außen, rechts, der Rechtsangreifer Renato Steffen, die Insigne zu viel Platz lassen, obwohl er der italienische Spieler ist, vor dem man sich zwischen den Linien in Acht nehmen muss. Ich lasse euch das kurz sehen, es geht wirklich schnell. Jawohl, und nächste Szene. Eben dieser Spieler zwischen Linien kann aber auch ein anderer Stürmer oder ein Mittelfeldspieler sein, in diesem Fall Locatelli, wobei Insigne diesmal am Flügel ist und den rechten Außenverteidiger Widmer zwingt, diese Position zu halten. Hier muss Fabian Frey wieder mehr auf den Spieler zwischen den Linien achten, was ihm aber auch gesagt werden sollte. Akanji hätte ihn zum Beispiel warnen können, anstatt später selbst zu diesem Spieler zu gehen. Man sieht es jetzt gerade. Akanji wird zu Locatelli. Genau. Und dadurch entsteht eben ein großer Raum, den Insigne perfekt ausnutzt. Aber es hätte auch Berardi sein können, der ebenfalls eine gute Position für einen Lauf in die Tiefe hatte. Hier der ausgezeichnete Lauf von Insigne. Das kommt jetzt, genau. Der Spielaufbau eine echte Waffe. Das war es für, also eben, das war es für diesen kleinen defensiven Punkte, die zu verbessern sind. Aber ihr werdet sehen, dass alle Schweizer Spieler, die ich in Bezug auf diese Probleme genannt habe, in den folgenden Videosequenzen, die ich Ihnen zeigen werde, positiv auffallen werden. Die Schweiz hat wirklich sehr gute Spieler und die Mannschaft wird immer besser, je mehr Jahre vergehen. Das zeigt sich vor allem in ihrer Fähigkeit, das Spiel aus der Abwehr aufzubauen, obwohl es nicht neu ist, dass Denis Zakaria sehr gut darin ist, das Pressing des Gegners durch Dribbling oder einfach durch Körperspiel zu lösen. Und es ist auch nicht neu, dass Sommers Passfähigkeit es enorm vereinfacht. Der Torwart von Borussia Mönchengladbach ist eben am Anfang des von mir ausgewählten Videoabschnittes zu sehen. Er ruft Frey zunächst mit einer Handbewegung, um ihm zu zeigen, dass er es wagen wird, ihm den Ball trotz des italienischen Pressings und eines eher engen Winkels zuzuspielen. Nach einem kurzen Blick hinter sich wird Frey abkippen. Ich lasse euch zuschauen. Und dann bemerkt er, dass der rechte Außenverteidiger frei ist, den man hier auf dem Bildschirm leider nicht sehen kann. Er will den Ball zu ihm spielen, ein Pass, der durch den anderen Schweizer Mittelfeldspieler, Michael Lebicher, der auf dem Bildschirm hervorgehoben ist, vereinfacht wird, denn er wird nach vorne laufen und seinen Spieler anziehen, seinen gegnerischen Spieler anziehen, um den Weg für den Pass frei zu machen. Dann kommt der nächste Teil der Sequenz. Und genau jetzt. Und ich mache hier schon wieder eine Pause, um die Struktur der Nati beim Aufbau zu zeigen, da man endlich auch die Stürmer sehen kann. Und genau über ihre Position möchte ich kurz reden. Man sieht, dass diese vier relativ nah voneinander stehen und alle sind in der Mitte, was mehrere Dinge ermöglicht. Wenn sich so viele Spieler in einer Zone befinden, hat man natürlich gute Chancen, den Ball zu erobern, sollte Sommer lang spielen, weil es dann viele Leute für den möglichen zweiten Ball, sogenannten zweiten Ball gibt. So wird es aber auch einfacher, einen direkten Druck auf die gegnerische Abwehr zu setzen, falls sie trotzdem den Ball erobern. Diese Struktur zwingt aber auch die italienische Verteidigung, sich ebenfalls in die Mitte zu positionieren, so dass die Schweiz die großen freien Räume auf den Seiten für schnelle Angriffe nutzen kann. Genau das werden wir hier durch Steffen, werden sie hier durch Steffen machen.
Genau, der Lauf von Steffen. Also die Aktion führte nicht zum Erfolg, aber man sieht hier, dass die Schweiz dank dieser Struktur schnell angreifen und sogar in Überzahl agieren kann, angreifen kann. Denn wenn der Linksaußen, also Zuber war es, reaktionsschneller gewesen wäre, hätte es eine 5 gegen 4 Situation gegeben, da Michael Ebicher auch nach vorne gelaufen ist, was mit den Schweizer Mittelfeldspielern relativ häufig passiert. So, und in der nächsten Szene fällt es auf, dass der gleiche Mittelfeldspieler Michael Ebicher wieder weiter vorne in der Zone der Stürmer steht, um diese Ansammlung von Offensivspielern im Zentrum zu bilden. Dadurch werden die Flügel frei, damit die Außenverteidiger aufrücken und flanken können, denn Spieler in den 16ern wird es eben schon geben, was ein weiterer Vorteil dieser Positionierung ist. Bevor ich euch die Sequenz ansehen lasst, bevor ihr euch die Sequenz ansieht, solltet ihr wissen, dass nicht alle Mannschaften von dieser Spieleransammlung profitieren können. Denn wie ihr sehen werdet, braucht man nämlich eine gewisse Qualität, um in kleinen Räumen kombinieren zu können, wenn man die Mannschaft durch diese Struktur nach vorne bringen will. So, jetzt wird die Szene laufen. Sehr gute Arbeit von Zakaria und Ebischer am Anfang, gell? Dann ist der Raum frei für Widmer und die Flanke mit vielen Spielern in der Mitte, in den 16er. Es gibt noch einen anderen Aspekt, den ich in diesem Teil über den Aufbau aus der Abwehr erwähnen muss, nämlich den fast üblichen Pass, den die Schweiz benutzt, um ihren Block voranzubringen. Ich hätte mehrere Sequenzen auswählen können, aber ich habe nur eine genommen, weil das ausreichen sollte. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich diesen Pass auf der rechten Seite gesehen habe, aber auf der linken Seite sieht man ihn sehr häufig. Sie müssen sich aber diese offensive Struktur von Anfang an vorstellen, da die Stürmer auf dem Bildschirm nicht zu sehen sind. Wobei sie wissen müssen, dass der Linksaußen Ruben Vargas direkt hinter dem Fleck steht, den ich ganz rechts auf dem Bildschirm gezeichnet habe. Was ich hier hervorheben möchte, ist der linke Außenverteidiger Ricardo Rodriguez, der, wie man an seinen überkreuzten Beinen erkennen kann, hochsteigt, um Chiesa zu sich zu ziehen. Chiesa verlässt also die Innenseite des Spieles, wie man sieht, und wendet sich Rodriguez zu, so dass Vargas in diesem Raum einen herrlichen Pass von Akanji empfangen kann, die Hauptqualität des Innenverteidigers von Borussia Dortmund. Ich lasse es euch zuschauen. Genau. Wir sehen nun, dass diese Situation nicht nur durch Rodriguez' Arbeit ermöglicht wurde, sondern auch durch die Ansammlung von Stürmern im Inneren, da Okafor ebenfalls eine Schlüsselrolle gespielt hat, indem er den rechten Außen- und Innenverteidiger beschäftigte, die auf Vargas herauskommen können hätten, während Shaqiri vorne im Zentrum stand. Okafor hat dann wieder den sehr guten Reflex gehabt, sehr schnell nach vorne zu gehen, damit Vargas vor ihm Platz hat und die Schweiz sich weiter voranbringen kann. Diese Situation wie mit dem Pass zwischen den Linien auf den linken Flügel habe ich nämlich bei den verschiedenen Spielen der Schweiz unter Jakin mehrmals gesehen. Dieser Pass ist aber gegen tiefe Blocks nicht wirklich möglich, da ich ihn beispielsweise gegen Bulgarien nicht anders gesehen habe. Da kommt genau die nächste Sequenz. Die Schweiz hat aber in diesen Situationen, also gegen tiefen Blocks, eine andere Waffe, die ich erwähnen muss. Xherdan Shaqiri. Seine Präsenz ist in solchen Spielen von entscheidender Bedeutung, sorry, da er sich sehr schnell mit dem Ball umdrehen und in kleinen Räumen einen sehr präzisen Pass in die Tiefe spielen kann. Ich lasse euch die vier folgenden kurzen Illustrationen genießen. Es geht sehr schnell. Hier kommt eben der Pass von Shaqiri. Guter Lauf von
von Widmer in die Tiefe, nochmals für Widmer und jetzt schnelles Umdrehen. Genau. Danach müssen natürlich die Mittelstürmer wie Embolo, ein super wichtiger Spieler, aber auch Seferovic und Itten, die Flanken abschließen, die auf Shaqiris wunderbare Pässe folgen, aber ich mache mir da keine großen Sorgen, sie sind gut im Abschluss, beim Abschließen, wenn sie wollen. Ansonsten war das schon alles für diese Videoanalyse oder Analysevideo. Es wird noch weitere über verschiedene Mannschaften der Weltmeisterschaft geben, die ich interessant finde, genauso wie es von Zeit zu Zeit auch Videos über Schweizer Mannschaften oder Spieler geben wird, da es mein Land ist und ich es Ihnen gerne durch den Fußball zeigen möchte. Wenn ihr daran interessiert seid, solltet ihr meinen YouTube-Kanal abonnieren, sowie meine Twitter- und Instagram-Accounts, damit ihr nichts verpassen könnt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, könnt ihr mir ein Like geben, es mir in den Kommentaren mitteilen, das Video teilen. Das würde mir sehr helfen, mehr als ihr glaubt. Ciao!